Wird der 3D-Druck das klassische Handwerk ersetzen? Eine Überschrift nach der anderen, die eine Jahrhundertrevolution ankündigen. In ein paar Minuten weißt du, wie diese gängigsten Methoden funktionieren, warum die ein absoluter Gamechanger sein können, welchen Vorteil selbst die großen Konzerne maßlos unterschätzen und wo die Reise letztendlich hingeht. Let's go! Nach Teil 1 kannst du diese 3D-Druckmethoden zuordnen, hast einen Überblick über die aktuellen Möglichkeiten und gehörst zu dem Kreis, der zumindest mitreden kann. Der Klassiker, Fused Deposition Modeling. Die FDM-Drucker kennt ihr ziemlich sicher. Mit solchen hat der Trend in den Wohnzimmern angefangen. Diese weit verbreiteten Drucker schmelzen ein Filament, bevor es durch den Druckkopf an der gewünschten Stelle aufgetragen wird. So wächst das Bauteil Schicht für Schicht, so simpel und doch so effektiv. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. FDM-Bauteile können sich beim Abkühlen verziehen. Die offensichtlichen Schichten fallen optisch auf und beeinflussen die Widerstandskraft des Bauteils. Auch die benötigten Stützstrukturen und die relativ lange Druckzeit im Vergleich zu anderen Techniken muss bedacht werden. Aber FDM ist zugänglich, einfach zu implementieren, billig und geeignet für Rapid Prototyping. Der Urvater des 3D-Drucks, die Stereolithografie. Die erste Technik, die überhaupt erfunden wurde. Obwohl diese Methodik mehr nach Science-Fiction aussieht. Hier befindet sich Harz in einem Container. Ein Laser härtet das Harz an der gewünschten Stelle aus und die Grundplatte bewegt sich ein Stück höher. So wächst das Bauteil aus der Flüssigkeit Schicht für Schicht nach oben. Science-Fiction in den modernen Wohnzimmern. Das Direct Light Processing funktioniert ganz ähnlich. Nur wird hier kein Laser zum Aushärten verwendet, sondern ein Projektor, der ein ganzes Bild auf das Harz wirft und so schneller zum Ergebnis kommt. Wie rum man die Teile druckt, macht auch einen Unterschied. Bottom-up-Drucker sind in der Regel kleiner, benötigen weniger Harz und können die Schichtdicke besser kontrollieren. Top-down-Drucker sind größer, aufwendig in der Wartung, aber auch schneller und können weitaus größere Stücke drucken. Trotzdem benötigen beide Varianten wieder Stützstrukturen. Wenn du also detailreiche Modelle mit einer glatten Oberfläche haben willst, die keine hohen Kräfte aushalten müssen, sind Harzdrucker deine Wahl. Next, Selective Laser Sintering. Eigentlich vom Prinzip ähnlich zum SLA-Druck, nur hier wird kein Harz verwendet, sondern ein Pulver. Ein Laser schmilzt eine super dünne Pulverschicht genau da, wo du es haben willst. Danach fährt die Stützplattform ein klein wenig nach unten und die nächste Pulverschicht wird drüber gewischt. Die Vorteile? Mehrere Bauteile können gleichzeitig gefertigt werden, ohne dass es länger dauert. Sie sind strukturell in alle Richtungen gleich stabil, also keine Sollbruchstellen wie beim FDM-Druck und sind je nach Material sehr widerstandsfähig. Und die Stützstrukturen? Braucht man zum Glück nicht. Der Riesennachteil, SLS ist teuer, braucht lange zum Abkühlen und ist für das Wohnzimmer eher schlecht geeignet. Das Material Jetting. Weißt du, wie ein Tintendrucker funktioniert? Dann verstehst du schon das Material Jetting. Das gleiche Prinzip, nur in den dreidimensionalen Raum überführt. Anstatt Tinte zu verwenden, wird ein Photopolymer in kleinen Tröpfchen aufgetragen und direkt mit einem UV-Licht ausgehärtet. Du willst ein weicheres Material oben, an den Rändern und die Füße super hart? Easy! Mit mehreren Druckköpfen können so verschiedene Materialien in verschiedenen Farben in einem Werkstück kombiniert werden. Im Gegensatz zum FDM-Druck können die Stützstrukturen in einem anderen und am besten sich auflösenden Material gedruckt werden. So wird die Nachbearbeitung um einiges leichter. Material Jetting gehört zu den genauesten Drucktechniken überhaupt. Mit bis zu 0,016 mm dünnen Schichten kommen Sollbruchstellen und unebene Oberflächen so gut wie nicht vor. Weil wie im SLA-Druck ein Harz verwendet wird, sind die Bauteile nicht sehr widerstandsfähig. Aber wenn man eine sehr genaue Abbildung eines Teils mit einer schönen Optik benötigt, ist diese Methode schon verdammt gut geeignet. Next, das Binder-Jetting. Nimm einen SLS-Drucker, bau den Laserkopf aus und verwende jetzt eine Flüssigkeit aus einem Druckkopf, um das Pulver zu verbinden. Und schon habt ihr das Binder-Jetting. Der Riesenvorteil, man kann mehrere Druckköpfe verwenden, die die Schichten direkt einfärben. Und so habt ihr einen SLS-Druck, aber in eurer Farbgestaltung. Mit der richtigen Nachbearbeitung hast du dann Bauteile mit komplexen Geometrien, mehrere Farben und mit guten mechanischen Eigenschaften. Das Verziehen durch Hitze ist natürlich hier auch kein Thema. Großer Nachteil, die Nachbearbeitung macht die Bauteile erst widerstandsfähig. Wann verwende ich jetzt was? Über dieses Thema könnten wir uns noch Stunden unterhalten. Aber hier habt ihr mal eine Übersicht mit ein paar Vergleichen. Jede Technik hat seine Vor- und Nachteile, Einsatzgebiete und Limitationen. Es kommen natürlich mit der Zeit noch weitere Technologien dazu.
Nur ist es sicher nützlich, davon schon mal gehört zu haben. Die Tabelle ist dir zu kompliziert? Na dann, machen wir es noch leichter. Dieser Entscheidungsbaum führt einen durch die verschiedenen Anforderungen zu einer geeigneten Druckmethode. Natürlich gibt es immer Ausnahmen und es gibt auch noch mehr Details, auf die bei der Applikation zu achten sind, die sich auch noch ständig ändern. Aber als Übersicht ist sowas doch nicht verkehrt. Blöde Frage. Wie stellt man eigentlich etwas her? Methode 1. Subtraktiv. Ihr habt einen Block und fräst, schlagt oder kratzt euer Modell raus. Methode 2. Formativ. Ihr gießt den flüssigen Gips, die heiße Schokolade oder euer Harz in eine Form. Ihr schmiedet mit Hitze euer Schwert oder verformt euer Wachs. Formativ. Methode 3. Das Gegenteil zu subtraktiv. Additiv. Ihr fügt etwas hinzu beim Gipsmodellieren oder auch beim 3D-Drucken. Theoretisch können wir alle drei Techniken verwenden. Nur welche kommt uns am billigsten? Je höher die Anzahl der gefertigten Teile, desto billiger werden formative und subtraktive Methoden. Im Gegensatz zum Drucken. Also ist die Diskussion vorbei, oder? In der individuellen Orthopädie-Technik bewegen wir uns aber meistens hier. Jeder Patient ist anders. Jeder Schaft und jede Orthese für einen einzelnen Patienten konzipiert. Bisher wurde in der OT eine Kombination aus allen drei Methoden verwendet. Nur aufs Drucken umzustellen, macht das Sinn? Fürs Prototyping oder individuelle Bauteile hat der 3D-Druck kostentechnisch durchaus Potenzial, wenn es sich erstmal um Unikate handelt. Die sogenannte Mass Customization. Und das auch noch mit Designs, die mit herkömmlichen Methoden nicht möglich oder viel zu teuer wären. Aber reicht das für eine Revolution? Vielleicht noch nicht ganz. Und das führt uns zu Punkt 2. Bei der Massenherstellung von Bauteilen wie Prothesenkomponenten machen auch nur kleine Kostenvorteile in der Herstellung am Ende einen riesen Unterschied. Deswegen ist es wichtig, die Herstellung so kostengünstig und effizient wie möglich zu gestalten. Und das geht am besten mit großen Fabriken und hochoptimierten Prozessen. Über weite Strecken, viele Verteilerstationen und noch mehr Hände kommen die Passteile zum Techniker und am Ende zum Patienten. Viele Beteiligte treiben den Preis nach oben, erhöhen den CO2-Ausstoß und sind vor allem eins: unflexibel. Eine neue Region, die schlecht zu erreichen ist, ist oft für große Firmen uninteressant. Eine Umstellung dieser Kette dauert sehr lange und ist teuer. Der 3D-Druck eliminiert diese Stationen. Der Herstellungsort befindet sich direkt beim Patienten oder demjenigen, der das Bauteil braucht. Für abgelegene Orte oder unwirtschaftliche Routen ist das der Weg, um überhaupt an die Innovation angeschlossen zu werden. Und das hat eins zur Folge: Kostensenkung. Prothesen können so Millionen von Menschen zugänglich gemacht werden. Die Kommentarspalten der großen Firmen zeigen das ganz deutlich. Wer nicht zufällig in einem Land mit einer Krankenversicherung geboren wurde, der hat oft gar keine Chance, sich eine Prothese zu leisten. Laut Schätzungen der WHO leben ca. 1 Milliarde Menschen mit einer Behinderung. 80% davon in einem einkommensschwachen Land, ohne auch nur über eine medizinische Grundsicherung zu verfügen. Eine 80.000 Euro Prothese ist hier nur für einen Bruchteil der Bevölkerung erschwinglich. Aber das kann sich bald ändern. Verschiedenste Projekte versuchen so, mehreren Millionen Menschen den Zugang zu 3D-Druckern zu ermöglichen und bringen so nicht nur Drucker zu den Menschen, sondern auch alles andere, was mit diesen Druckern produziert werden kann. Und das treibt auch den größten Konzern die Schweißperlen auf die Stirn. Nur einen Drucker zu haben, reicht natürlich nicht. Wer entwickelt dann diese 3D-Druck-spezialisierten Prothesen? Intelligente Eigenkraftkonstruktionen, die man nicht laden muss, die Grundfunktionen wiederherstellen, Prothesenfüße, die biomechanisch die Basics erfüllen und auch noch individuell angepasst werden. Du, wir, jeder. Linux, Blender, Python, Wikipedia und Firefox. Die Community hinter einer Idee legt in ihrer Innovationskraft oft in nichts nach. Dieses Netzwerk an Interessierten, Profis, Erfindern, Tüftlern und Laien schafft es wie auch in den anderen Projekten Unglaubliches zu leisten. Stell dir eine Prothesenkonstruktion vor, die du nur ausdrucken musst und in ein paar Minuten selbst zusammengebaut hast. So intelligent konstruiert, dass sie scheinbar zufällig genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Zu einem Bruchteil der Kosten, die Weiterentwicklung der Konstruktion,
hängt nicht mehr von einzelnen Firmen ab, deren Entwicklungszeit oft sehr lange braucht, da oft nur große Fortschritte der Technologie rentabel sind. Nein, es werden tausende Modelle angeboten, die sich in sehr vielen Details unterscheiden. Jede kleinste Verbesserung wird sofort eingebaut, weil die Konstruktion je nach Bewertung in der Liste nach oben steigt. Je weiter oben, desto mehr Menschen benutzen diese Datei und der Entwickler bekommt mehr Geld. Und eine dieser tausenden Varianten passt gerade echt gut zu dir. Diese natürliche Selektion ist in Verbindung mit einem Belohnungssystem für die Erfinder ein gigantischer Innovationstreiber. Auch wenn 3D-gedruckte Prothesen noch nicht mit dem modernsten Modell mithalten können, überhaupt den Zugang zu dieser Versorgung zu haben und das auch noch erschwinglich, lässt für mich die Kosten-Nutzen-Rechnung schon sehr positiv aussehen. 3D-Druck festigt immer mehr seinen Platz im Alltag von unterschiedlichsten Betrieben. Schäfte, Hände, Füße, alles schon möglich. Nur ist diese Herstellungstechnik eben genau das, ein weiteres Herstellungsverfahren, neben den vielen, die uns zur Verfügung stehen. Ist 3D-gedruckt denn immer besser? Die Wissenschaft hat ein klares Urteil. Zum aktuellen Zeitpunkt? Nein. Akzeptanz, die Funktionalität und weitere Aspekte müssen noch weiter untersucht werden. Das Wichtigste ist erstmal die Grundkonstruktion. Eine schlechte Prothese gedruckt ist immer noch eine schlechte Prothese. Ein gut durchdachtes Prothesendesign kann aber billiger und verfügbarer werden. 3D-gedruckte Hände können rein technisch schon über eine ausreichende Griffkraft verfügen, mehrere Griffarten verwenden und kommen ihrer Funktion schon sehr nahe an die Vorbilder ran. Bei 3D-gedruckten Prothesenfüßen und Orthesen zeigt sich ein ähnliches Bild. Die gedruckten Modelle erfüllen einfache Aufgaben schon ganz gut. Sie erfüllen die Zulassungskriterien und können eine Alternative darstellen, die zugänglicher und billiger sein kann. Aber wie gesagt, eine schlechte Konstruktion bleibt eine schlechte Konstruktion, auch wenn sie gedruckt ist. Projekte wie der Hero Arm von Open Bionics versuchen Handprothesen durch geringere Preise und andere Vorteile verfügbarer zu machen. Natürlich gegen gewisse Eingeständnisse, eine geringere Griffkraft, rauere Oberfläche und auch einen weniger entwickelten Schaft sind Nachteile, die man abwägen muss. Auch das Projekt Enable produzieren Handprothesen für unter $200. Seht ihr, wie mächtig das sein kann? Die Nachteile zu einer High-End-Versorgung spielen oft hier keine Rolle, da teure Versorgungen gar nicht bezahlbar wären. Und billig heißt nicht unbedingt funktionell schlecht. Seht ihr das? Einen Ball mit einer Handprothese fangen. Wenn man Nachteile aufzählt, muss man hier sehr präzise sein. Durch diese Projekte wird überhaupt der Zugang zu einer Prothese ermöglicht. Eine Eigenkraftprothese, die schnell repariert werden kann, individualisiert wird und bei der man nicht so schnell schimpft, wenn sie mit in den Sandkasten genommen wird. 3D-Druck ist gekommen, um zu bleiben. Die sich stetig weiterentwickelte Technologie und die daraus resultierenden Kostensenkungen lassen nur einen Schluss zu. Es wird sich einiges ändern. Konzerne bekommen zunehmend Konkurrenz durch eine breite Masse an Entwicklern. Die kleinen Monopole der OT werden aufgebrochen. Und man kann und sollte sich nicht mehr auf den alten Erfolgen seiner Position ausruhen. Das Wissen und die Erfahrung der Hersteller wird zunehmend wertvoller. Der Spitzenservice bei einer Versorgung und die Möglichkeit einer High-End-Prothese bleiben aber immer noch Vorteile der etablierten Firmen. Noch, Konkurrenz belebt das Geschäft und der Puls fängt langsam an, schneller zu werden. Was heißt das jetzt für das Handwerk? Technologischen Fortschritt gab es schon immer und wird es auch hoffentlich immer geben. Der Patient und das Ziel bleibt jedoch gleich, auch wenn sich die Methoden ändern. Für Versorger wird das notwendige Wissen für eine gute Versorgung, die Expertise, der Service und die High-End-Versorgungen zunehmend wertvoller. 0815 Versorgungskonzepte können potenziell von der Open Source geschluckt werden. Echte Vorteile für den Patienten in einem Rundum-Sorglos-Paket kann die Open Source jedoch nicht bieten. Wenn durch diese technische Revolution jedoch mehr Anwender den Zugang zu lebensverbessernden Prothesen bekommen, die Technologie einen Innovationsschub erhält und Profis letztendlich mehr Zeit mit den Anwendern verbringen können, ist das doch ein Wandel, auf den man sich einlassen kann.